Audi spendiert seiner Premium-Kompaktklasse nach gerade einmal 4 Jahren einen Facelift. Mit dem Facelift bleibt Audis Stauassistent nicht nur der Oberklasse vorbehalten, sondern ist nun auch in der Golfklasse zu haben. Zählt man das S-Modell mit, gibt es den neuen A3 in 9 verschiedenen Motorvarianten. Komplett neu im A3 ist dabei der 1,0 TFSI mit 85 kW Leistung. Somit ist die Premium-Kompaktklasse bald wahlweise auch mit einem Dreizylindermotor unterwegs. Wir haben so viele Motorvarianten, weil wir genau jedem Kunden das Richtige bieten wollen. Dem Einsteiger, dem Kunden, der auf viel Leistung Wert legt. So ist für jeden das Richtige dabei. Neben einem bivalenten Erdgasantrieb ist der e-tron, ein Hybrid, ein wichtiger Baustein für eine umweltfreundliche automobile Zukunft. Er kombiniert einen 1,4 TFSI-Motor mit 110 kW und eine 75 kW starke E-Maschine. Diese Maschine kann den Wagen noch über 100 km/h ohne Hilfe des Benziners antreiben. Für mich gibt es persönlich sehr viele Highlights am neuen A3. Die Front, die neu designte, gefällt mir sehr gut. Im Interieur ist mein Highlight das Virtual Cockpit. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, dieses Feature jetzt auch in der Kompaktklasse anbieten zu können. Das Virtual Cockpit kann eigentlich alle wichtigen Informationen in das direkte Sichtfeld des Fahrers legen. Abgesehen vom Virtual Cockpit gibt es aber keine sichtbaren Neuerungen im Innenraum. Aber die braucht der A3 auch nicht. Außen fällt das neue Lampendesign ins Auge. Optional gibt es Matrix-LED-Licht. Der untere Teil des Stoßfängers wurde ebenfalls überarbeitet. Am Heck fallen die Änderungen wieder dezenter aus. Den neuen A3 kann man ab sofort bestellen. Der Grundpreis beträgt 23.300 Euro in Deutschland.